Hallöchen, Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Wie schon gesagt, probieren wir heute mal, ob wir Kabiha tatsächlich töten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird. Wenn ich jetzt kämpfen muss, bin ich richtig am Pobbes. Ich habe so lange hier nicht gekämpft in diesem Spiel. Verborgener. What? So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Kämpfen wir jetzt ohne Schwert? Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Also, ich hab's ja geahnt, ne? Dass Roshan. Wachen! Wachen! Zu mir! Jute, wirst du uns nicht entkommen! Lass mich durch! Komm hier nicht durch! Thank you.
komme ich hier raus? Okay, erstmal irgendwie weg hier, bevor wir uns Gedanken machen, wo wir hin müssen. Der sieht mich hier nicht, oder? Ach du Kacke. Nee, komm doch nicht hier gucken, Mensch. Okay, sie suchen mich eigentlich nicht mehr. Ich warte noch einen Moment. Dann gehen wir uns freikaufen. Ich hätte Lust, gerade die Fahndungsbilder zu entfernen. So weit weg. Ja. Oh. Die suchen also nach mir. Dann halt so. So, wo ist jetzt hier das nächste? Das dein Gesicht zu zeigen? Ruf die Charta! Sag der Wache Bescheid! Das ist der, den sie suchen! Halt den Mund da hinten! Mensch! Ich hab's nur mit dem Rücken. Sehe ich das hier? Geh weiter! Ich falle besser nicht auf. So, jetzt muss noch ein Fahndungsplakat. Und jetzt auch noch. Irgendwo. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich jetzt hier geduckt laufe. Komm zurück auf den Pfad des Friedens, Sadiq. Es sind so viele Gerüste, die ich hätte zum Einsturz bringen können. Aber ich habe die Trophäe ja woanders gefarmt. Lieber verborgen bleiben. So. Wir müssen ziemlich weit weg. Wir reisen dorthin. Schnellreise zum Aussichtspunkt von hier? Oh, geht das jetzt einfach? Oh ne, es ging ja immer schon. Oh ne, ich habe gerade falsch gedacht. Entschuldigung.
Erde hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Mike, kämpfen wir denn wirklich noch gegen Roshan? Wie ich es die ganze Zeit vorhergesagt habe. Die ganze Zeit. Na gut, was heißt die ganze Zeit? Ich habe mich ja ein bisschen gespoilert. Und ich meinte, es war Roshan. Bestätigung hatte ich natürlich nicht, aber ich glaube. Oder wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir folgen dem Weg von Kabia. Ist doch Kabia, oder? Oder wir vertrauen Roshan. Gucken. Basim, geht es dir gut? Basim. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Ja. Okay. Das, liebe Freunde, ist der Point of No Return. Wartet mal. Ich muss noch darüber nachdenken. Ich will mal gucken. Ist gut. Komm wieder, wenn du bereit bist, dich deiner Zukunft zu stellen. Ich will mal gucken, ob ich... Sehe ich doch hier auch. Okay. Verbrauchsgegenstände sind vollzählig. Das wollte ich kurz prüfen, weil ich ja nicht weiß, wenn wir jetzt irgendwo hinreiten. Oh. Das hätte ich gern, aber das kann ich mir noch nicht leisten. Unsere Hilfsmittel noch ein bisschen stärker. Ich würde sagen, ja, aber ich glaube, das kann uns jetzt im wahrscheinlich Finalkampf ein bisschen mehr noch helfen. Jetzt muss ich aber wieder Bruderschaftshaus. Ich hoffe, ich komme dort jetzt noch rein. Sonst war das jetzt richtig gewastet, wie ich meine Fähigkeitspunkte ausgegeben habe. So, warte, wo ist jetzt hier? Ich hätte einfach dort direkt... Ihr merkt, ich habe das Spiel so lange nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, dass ich dort einfach direkt Schnellreisen hinmachen kann. Jetzt weiß ich es wieder. Hallo. Sei gegrüßt. Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Das ist mein Angebot.
Also, wir haben hier... Sieht das so komisch aus? Erhöhte Dauer. Warte, warum kann ich nur... Ach so, von Rang 1. Ja, okay. Ich habe wieder nicht richtig... Nicht richtig gelesen. Ah ja. So, wir haben hier Rauchbombe, größere Reichweite. Verweildauer. Ich will lieber mehr haben. Hier die Falle. Gib mir einfach mehr. Der Lärmer. So. War's das? Nope. Was? Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Auf bald. Adios, arrivederci. Bist du? Da bin ich wieder. Willkommen. Hast du weitere Fragen? Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. Oh, ich muss... Ah ne, das hatte ich ja schon gemacht, ne? Ich hatte alle Nebenquests gemacht. Stimmt, das war erledigt. Okay, nee, dann können wir jetzt... wieder zurück. Dann speichere ich nochmal. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr Sorge, dass ich irgendwie gar nicht mehr in das Spiel finde. Aber es ging tatsächlich relativ problemlos. Wer ist hier der Händler? Ich hier vielleicht nochmal gucken. Gibt's irgendwas? Sei gegrüßt. Gibt's, was ich vielleicht gebrauchen kann? Zeigst du mir deine Waren? Vieles ist frisch reingekommen. Das rechte Handwerkszeug. Achso, ich kann da natürlich jetzt hier auffüllen. Verkauft. Danke für deine Unterstützung. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. War das alles? Ich sollte mal weiter. Ich glaube, sie ist ein bisschen nervös. Okay, ich speichere aber trotzdem nochmal selber. Oh, Entschuldigung, Kind. Bevor wir weitergehen. Dass ich nämlich merke, das funktioniert so gar nicht im Finale und ich muss irgendwas verändern an meiner Ausrüstung. Kann ich nochmal zurück? Mach ich gern so. Weil du meistens nach diesem Point of No Return hast du nicht mal viel Möglichkeit... dann noch deine Ausrüstung zu ändern oder irgendwas. Wie war das jetzt hier? So, nie hier. Menü. So. Ja, okay. Dann auf. Auf geht's.
Seid ihr ready? Ah, passend eigentlich. Wir machen das nächste Folge. Haha, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Und dann, ja, Finale. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber Finale, ja, bin ein bisschen nervös. So, schönen Tag jetzt erstmal noch und dann bis morgen. Bye, bye.